Ja, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Vikings Wolves of Midgard auf der PlayStation 5. Ja, wir haben das letzte Mal eine tolle Mission gemacht und waren auch erfolgreich. Und jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen was in unserem Inventar, ja. Und das werden wir ja in diesem Part, ich schau mal, wie weit das geht, wie lange wir da brauchen. Und dann, ich weiß nicht, schauen wir mal, ob wir vielleicht noch eine Götterherausforderung machen können. Wir schauen uns das einfach einmal an, wir tun gar nicht zu viel Zeit verplempern und schauen jetzt gleich einmal nach, was wir oben überhaupt was gefunden haben, was Neues bekommen haben, was auch wichtig ist. Und dafür gehen wir gleich einmal, bin ich wahrscheinlich wieder, nein, ich bin nicht richtig, jetzt einmal Gott sei Dank richtig. Jo, genau. Ich werde, was will ich? Ich will Sachen verkaufen, genau. Und zwar, wir schauen das gleich in Verbindung jetzt an mit dem, was wir bekommen haben, weil dann verkaufe ich es auch gleich, aber ich brauche nicht so immer wieder hin und her. Und noch das extra dann noch einmal machen und hier sehen wir abgetragene Ballheimkappe. Also ich glaube, die gehen wir mal auf jeden Fall weg, die brauchen wir mal überhaupt nicht mehr. Und alles andere, Hulizalmler lassen wir uns ja natürlich, haben wir gesagt, und das auch. Sonst ist da, haben wir zweimal Eires Gnade bekommen. Ja, na, keines besser. Und noch dazu sind es gewöhnliche Gegenstände. Also dann auch weg hier und hier auch weg. Ja, wie gesagt, aber ich bin immer noch so fertig vom letzten, von dieser Mission. Das war also vom Stressfaktor, sagen wir so, vom Stressfaktor, das härteste überhaupt bis jetzt. Das war, also was das betrifft, glaube ich, boah. Aber ich glaube, wir haben trotzdem hübsch alles. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie gesagt, ich muss mir die Folge dann, glaube ich, noch einmal anschauen, dass ich überhaupt sehe, was wir da überhaupt erwischt haben, alles, überhaupt von diesen Nebenaufgaben. Das ist so schnell gegangen, auf einmal das Level aus. Das war schlimm. Okay, gut. Hier bei den Rüstungen. Okay, bei den Schildern. Ich schaue wegen die Schilder gleich. Oh, da unten sehe ich was. Da unten sehe ich was. Oh. Da schaue ich dann von drüben nach. Obwohl, aber das Schild könnte ich schnell schauen. Das ist nämlich nichts. Also nichts. Bedeutend schlechter wie unser Briven. Weg damit. Weg damit. So, dann. Oder war das, das habe ich aber eh schon einmal angeschaut, oder? Das war eh schon vom letzten Mal Blödsinn, oder? Wo wir dann gesagt haben, es ist zwar besser von der Rüstung, aber Artefaktgegenstand lasse ich auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war eh das, oder? Ich glaube, das war das, ja. Ja, aber sonst genau. Na, das lasse ich mal, das habe ich nur nicht weggegeben, eben weil legendär. Ist schon klar, alles klar. So, jetzt, was haben wir da? Okay, ausgerüstet haben wir hier das Kristallpanzerhemd. Aber haben wir das neu? Ist das neu? Ist das weich? Ist das neu mit Feberwolle gewaschen? Jo, ist nicht schlecht jetzt, sage ich mal. Allerdings schlecht kann da werden. Na, Spaß. Blitzresistenz hätte man da natürlich plus 8 Zornzuwachs und Dunkelresistenz. Na, aber werde ich auch nicht machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das nicht auch schon gehabt habe. Nur einfach aufgehoben, weil es legendär ist. Das kommt auf jeden Fall mal weg. Das brauche ich nicht mehr. Jo, und na, wechsle ich aber auch nicht. Da bleibe ich jetzt bei meinem magischen Gegenstand. Das erste Mal lasse ich da den unter Anführungszeichen schlechteren angezogen. Allerdings ist das rein nur von der Stufe eigentlich. Das heißt jetzt nicht, dass der Teil dann selber schlechter ist. Ne? Das bedeutet ja nur, dass zum Beispiel ein magischer Gegenstand auf jeden Fall schon mehr Fähigkeiten hat. Verschiedene ja, Perks, oder kann man da Perks sagen? Perks, Fähigkeiten als der Vorgänger, als zum Beispiel ein einfacher Gegenstand, und ein legendärer wiederum hat natürlich mehr Möglichkeiten, meistens auch dann schon mehr Runenplätze und zusätzliche Effekte, dann schon wieder wie ein magischer Gegenstand, und der Artefaktgegenstand wiederum übertrumpft dann den legendären, nicht? Und so stufentechnisch gesehen, aber das heißt, sagt es nicht immer, denn wir müssen auch diese Fähigkeiten auch zustimmen, nicht? Die müssen auch passen auf mich. Und hier ist es eindeutig der Rüstwert und der Blutbonus, den ich hier ausgerüstet habe. Darum lasse ich mir den auf jeden Fall jetzt da mal liegen. Okay, was haben wir da dann noch? Ja, die ganzen Ringe, ja. Was haben wir da? Den Wendelring der Feuerriesen. Natürlich die Stufe 27. Ausdauerregen, Feuerresistenz. Ja, ist alles gut und schön, aber ja, brauche ich das nicht. Brauche ich nicht einmal. Verkaufe ich.
bringt mir schönes Geld. Kriege ich jederzeit wieder. So, und dann haben wir eh noch mehr die ganzen legendären Sachen. Ist da irgendwas Neues dazugekommen? Das scheuernde Amulett. Ja, ich glaube, das war aber eh alles, was ich eh schon gehabt habe. Ich glaube, viel mehr war da eh nicht eigentlich. Habe ich da diesmal gar nicht so eine Ausbeute Oh, habe ich aber schon ordentlich viel Runen jetzt mittlerweile. Oh, zwei Fünfer-Runen allerdings. Nicht die, was ich eigentlich wollte. Die eine wollte ich noch mit dem maximalen Blutbonus. Aber irgendwann ist dann mein Level-Up auch einmal nicht mehr so wichtig, denn wir gehen dem Ende entgegen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange es hier noch geht, wie viele Parts das noch werden. Aber ja, wir schauen einfach einmal. Ring des Großdruiden, ich glaube, der ist neu. Das könnte sein, dass der neu ist, allerdings, der ist so neu, dass er schon wieder alt wird, weil ich noch verkaufe. Weil er mir sowas von wurscht ist. Brauche ich gar nicht. Maximale Gesundheit plus 600 bitte. Und sowas ist ein 27er Level. Ring, für was? Geh bitte weg damit. Braucht kein Mensch. So, und die drei haben wir eh gesagt, die behalten wir uns. Ist der auch neu? Weil ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt wieder ein, zwei Tage nicht gespielt. Habe ich den schon gehabt vorher? Betäubungsimmunität? Aber ich glaube schon. Ich glaube fast schon, dass ich den gehabt habe. Okay, dann hier auch dasselbe in Grün. Haben wir eigentlich auch die vier, die lassen wir eh, da tut sich nichts. So, von den Waffen. Da, glaube ich, haben wir das ein oder andere neu. Hier zum Beispiel ein Zweihandschwert mit 1083 Waffenschaden pro Sekunde. Jo, aber, wie gesagt, gewöhnlicher Gegenstand, da ist sonst nicht wirklich was dabei. Und gegen meine Mjölnir brauchen wir sowieso nicht reden. Darum weg damit. Da gibt es was Besseres, entweder dann zum Schmieden oder vielleicht findet man noch wo was. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man nur diese Jagdaufträge dann macht, ja, die was man immer wieder machen kann, dass da auch cooles Loot gibt. Ja, dass da wirklich cooles Loot gibt. Ja. Also für alle Älteren, dass man da tolle Sachen zum Sammeln finden kann. So verstehe ich halt am besten noch. Okay, gut, dann jo. Einhandschwert auch ordentlich, aber wie gesagt, dasselbe in Grün, weg damit. Jo, die Vanerriten-Langklinge, das ist jetzt schon ein einzigartiger Gegenstand. Der wiederum ist normal, glaube ich, laut Stufe wieder besser wie der magische. Also es ist von einfacher, also normale einfache Gegenstände, dann kommt der magische Gegenstand, dann der einzigartige Gegenstand, der legendäre Gegenstand und der Artefakt-Gegenstand. Ich glaube, in diese Richtung geht das. Da unten sehe ich gerade was. Da unten sehe ich gerade... Warte, ich schaue, das weit sind wir noch nicht. Ich mag es jetzt ganz spannend. Hier haben wir zwei ordentliche Schwerter, Vanerriten-Langklingen. Aber die sind zwei Einhänder, die lasse ich mal. Die lasse ich mal liegen. Weil sollte ich wirklich einmal mit zwei Einhändern spielen, bei diesem Fähigkeitenbaum, dann habe ich da zwei tolle Sachen. Die lasse ich mal liegen, die kann ich immer noch verkaufen. Ich lasse mir es mal liegen. Ja, dann meine goldene Axt. Sowieso Gungnir, braucht man nicht reden. Das ist der weltbekannte Stab in der nordischen Mythologie. Der war 28.000 ist der wert. Der was so bekannt ist, dass ich jetzt nicht einmal genau weiß, wer den geführt hat. Wer hat den Gungnir-Stab geführt? Oh, ich Banause. Wer war das? Das war sicher irgendeine Gottheit. Mjölnir jedenfalls war Thorshammer, ne? Aber ich weiß auch nicht, das Privenschild, wer das geführt hat. Ich muss mich wirklich einmal ein bisschen schlauer machen, mal in der nordischen Mythologie. Aber ja, aber jedenfalls der Vorteil hier, es wären zwei Runenplätze auch noch dabei. Und 15 Kälteschaden hat der noch und 6 Giftschaden, also was der noch zusätzlichen Schaden hat, dann ist das natürlich da plus den ganzen Schaden katastrophal geil. Okay, gut, aber jetzt, ich traue mich gar nicht runterfahren. Was ist das genau? Ein Zweihandhammer. Aber was für einer. Den habe ich sicher neu bekommen, weil auf den kann ich mich nicht erinnern. Gambatein. Oder Gambatein. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Jedenfalls ein ordentliches Gefährt. Viert mit Godmesner. Drittische Trefferquote, 4% Schaden, 12 und 9 auch noch. Das sind 20% zusätzlicher Schaden. Das ist wirklich viel. Das ist viel. Das wäre dann laut Schaden hier, wären das jetzt dann noch einmal, sagen wir 200, ja, noch einmal 200 mehr Schaden, dann wäre das hier ungefähr um die, ja, 1044 bis 1100.
ungefähr, was dann der Schaden dann rein wäre. Puh, Wahnsinn. Und zwei Runenplätze auch noch. Das wäre natürlich für einen Zweihandhammer ganz toll. Also behalte ich mir sowieso. Ausrüsten tue ich mir jetzt nicht, weil ich ja, wie gesagt, weiterhin einhändig bleibe mit meinem Schildchen. Okay, hier ein Dwergerbogen. Auch coole Sache. Lasse ich mir aber auch drinnen. Wegen legendär. Imperial. Ja, das sind alles genau die Sachen, was man sich lassen haben. Obwohl dieses imperiale Kurzschwert mittlerweile, habe ich nicht noch ein anderes Kurzschwert. Hier, das Gram. Das Gram hätte ich hier. Obwohl, das hat wieder drei Runenplätze. Nein, ich lasse es auch drinnen. Ich muss einmal schauen, wie viel ich noch Plätze frei habe im Inventar. Aber es wird schon wieder mehr. Ich fange schon wieder an, Sachen nicht verkaufen zu wollen. Das ist auch wieder was, also eine blöde Angewohnheit von mir. Weil ich bin ein Sammler. Und schauen wir mal. Okay, wir haben... Wo sehe ich das? Muss ich schauen. Irgendwo sehe ich das dann eh. Ja, und von den Talismanen haben wir da wieder was dazu bekommen. Da wieder Tyr, Sol, Odin, Freyr, Heimdall, Frigga. Ja, ich glaube, das war eh so. War, glaube ich, eh alles beim Alten. Okay, gut, dann haben wir das auch hier. Jo, dann haben wir das einmal. Jetzt habe ich da gesagt, da Gabenpunkte habe ich keine. Ich könnte auf jeden Fall aufleveln. Das werde ich aber gleich machen. Kann ich eigentlich hier noch schauen? Moment. Da war es, Gegenstände. Ja, ungefähr die Hälfte, ja. Also nicht ungefähr, fast ziemlich, fast. Fast die Hälfte haben wir. Ja, das geht. Das geht, mit sowas kann man reisen. Okay, dann mache ich jetzt schnell mal ein Level Up. Ein Level Up. Und dann, ja, ich weiß auch nicht, soll ich in dem Part jetzt noch was anfangen? 12? Nein, aber da werden wir dann separat starten im nächsten. Ich gehe mal auf Level 4 und zwar 25, mittlerweile schon Wahnsinn. Und hier ein bisschen noch auf Gesundheit, weil das machen wir hier. Jetzt bekommen wir wieder zwei Gabenpunkte, die setzen wir gleich ein wieder. So, und dann schauen wir mal, was machen wir, kann man da eigentlich auch noch? Erhöht kritische Trefferquote, während, okay, will ich gar nicht. Zusätzliche kritische Treffer, war da hinten etwas, was ich noch wollen? Habe ich eh schon einiges auf Stufe 3, da noch nicht, was war da? Erhöht den Schaden mit Hiebwaffen, ja. Das ist jetzt eine gute Frage, eine Hiebwaffe. Ist Mjölnirs Hammer, Mjölnir Thors Hammer, eine Hiebwaffe? Meine Stichwaffe sicher nicht, ne? Aber ich verpasse ihn damit einen Hieb, oder? Aber gibt es noch was anderes? Aber das ist ja eigentlich eine Wurfwaffe, wenn du mich fragst, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin extremst überfragt. So, was haben wir... Ich bin dämlich. Das habe ich eh schon auf plus 3. Auf plus 3, also auf Stufe 3. Was schaue ich denn? Ich tue mir an. Das wäre noch. Die Gesundheit. Ja, aber ja, das ist jetzt nicht so, oder? Das wollte ich machen. Also da bin ich auch schon auf 2. 28 brauche ich da. Das wäre noch interessant. Den erlittenen Schaden auf den Angreifer zurückreflektieren. Weil das wäre dann schon 20% bei Stufe 3. Okay, was war da? Erhöht den kritischen Schaden während Zorn. Ja, das Zorn-Sachen. Weil man es nicht ständig macht, das Zorn. Reduziert wird. Und da erhöht die kritische Trefferquote, wenn die Gesundheit und. Ja, naja. Gut, ja, wenn es drauf ankommt, wenn es hart auf hart geht. Da muss ich die erst einmal freischalten. Ah, da muss ich die erst freischalten, dass ich die krieg. Ja, ich weiß auch nicht. Jo, was war da oben noch schnell? Reduziert die Abklingzeit aller aktiven Gaben. Ja, das ist aber schon. Das habe ich noch gar nicht auf plus 3 gehabt. Wie sage ich immer plus 3? Auf Stufe 3. Weil mittlerweile merke ich schon, dass die Abklingzeiten schon wichtig sind. Na, das mache ich einmal auf 3. Kampferprobtheit. Genau. Die kritische Trefferquote. Gesundheit und kritische Trefferquote habe ich da noch. Ja. Da habe ich auf 3, da habe ich auf 3. Was habe ich da? Das habe ich auch noch nicht auf. Das könnte ich aber auch noch mal auf. Das mache ich auch. Dann bin ich hier mit der.
mit der Dreiecksfähigkeit dann auch auf Stufe 2 schauen. Ja, passt, ist gut einmal so. 342 Jotunjahren habe ich mittlerweile. Boah. Okay, jetzt haben wir 15 Minuten, wisst ihr was? Ich habe die Herausforderung, wollte ich sagen, ich habe bis jetzt die Herausforderung der Götter 1, 2 und 3 komplett geschafft. Ja, und hier beim vierten von 5 bin ich ja dann in der fünften Welle gescheitert. Allerdings war ich da noch ein bisschen schwächer, unter Anführungszeichen, ja, auf der Brust, aber jetzt sollte ich auch hier die fünfte Welle überstehen und das will ich mal probieren. 26 geht eh noch nicht. Das machen wir dann, wenn es noch geht, dann ganz am Schluss irgendwann. Aber dass ich zumindest mal 1, 2, 3 und 4 komplett habe, das geht sich noch aus. Das mache ich noch in diesem Part und im nächsten dann, ja, würde ich sagen, stürzen wir uns dann ins nächste, in die nächste Mission. Und ich ja, bin gespannt, wie lange das noch geht. Aber wie gesagt, ich glaube, es will nicht mehr sehr lange. Und mir fehlen außerdem noch 2 Artefaktteile auch. Naja, wir schauen einfach einmal. Wir schauen einfach. Okay, gut. Dann schauen wir mal, ob man die Welt. Es war eigentlich bis zur vierten Welle gar nicht mal so schwer. Da war, finde ich, die dritte Herausforderung der Götter schwerer, finde ich. Allerdings dann war ja der Boss und der war halt ja schon ein anderes Kaliber. War das nicht eher Hawkboy? Ich glaube, das war ja Hawkboy. Wir schauen einmal. Aber es soll's klappen. Ich glaube schon, es soll's klappen. Ich mag es einmal probiere es. Weil auch mein Schaden ist ja schon um einiges stärker geworden jetzt. Ja, also war bis jetzt das Spiel wirklich grandios. Aber ich habe jetzt wirklich so ein Gefühl, dass es wirklich nicht mehr sehr lange gehen wird. Und ich glaube, er da, dieser komische Ding, er ist böse. Er ist böse, denn er, wenn ich ihn berühre, nehme ich Schaden. Darum er ist zwar nicht schneller, geht nur seine Runden. Allerdings. Ja, ich schaue halt immer, dass ich ein bisschen Abstand halte. So, das sind Weitiers. Es geht eigentlich eh relativ schnell hier. Ich muss so ein bisschen auch mehr meine Fähigkeiten einsetzen, dann geht es noch schneller natürlich. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gespannt, ob ich da jetzt schon ein bisschen stärker bin, wie beim letzten Mal, als ich diese Herausforderung gemacht habe. Seht ihr? Wow, Welle abgeschlossen, das war cool. So, dann Nummer 2. Due, uno due. Oh. Fröschchen. So viel Fröschchen. So, ich muss ein bisschen von dem Typen da weg. Aber ich meine, es soll mir jetzt nicht stören. Ich meine, ich baue eh auch wieder Leben auf. Ein bisschen, es ist zwar nicht viel, aber wow, Multikill. Wie gesagt, kann man nebenbei auch gleich ein bisschen farmen, auch bei diesen Herausforderungen der Götter. Blut farmen und so weiter. Und das ist auch gut, natürlich auch bei den Jagden, keine Frage. Also wenn man schnell hochleveln will, ist es vielleicht besser. Nicht so wie ich, aber wie gesagt, bei einem Let's Play ist es ja nicht lustig, wenn ich da jetzt 100 Jagdaufträge mache. Da wird es dann auch irgendwann einmal sagen, boah. Aber in der Story geht da nicht viel weiter. Ne? Und wir wollen ja hier doch auch Progress haben. Ne? Wir wollen ja Progress haben. Aber ich bin eigentlich so im Großen und Ganzen bis jetzt eh relativ schnell weitergekommen, vorangekommen. Finde ich jetzt. So, was? Wir sind schon bei der vierten Welle? Ich denke, das war die dritte erst. Also das war erst die zweite. Na, schau dich was an, ne? Warum? Ich sag's ja immer wieder, ich bin unvorstellbar. Unvorstellbar bin ich. So, ich stelle mich da ein bisschen her, dass ich da alle gleich in einer Linie mitnehme. Oder so viel wie möglich. Ja, das ist schon bis jetzt ganz was anderes. Das sollte auch dann der Hawkboy, glaube ich, ein bisschen. Aber ja, ich will nichts verschreien. Schauen wir mal. Schön wär's, wenn man schaffen. Wenn ich alle 5 Herausforderungen der Götter schaffe. Allerdings die letzte, dann wird sicher brutalst werden. Weil es richtet sich ja doch immer noch nach dem Level, das man ist. Alle Ungläubigen sollen ihr Ende finden.
Da ist nicht, du bist, was du isst, sondern du bist, was du tötest, ne? So. Passt. Ah, der lebt doch. Na dann, mach deinen Move. So, wir haben... Nein, nicht mehr viel. Ist nicht mehr viel. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, drei Aufladungen bei meinem, bei meiner Gabe der Eier. Eier. Na hier, das möchte gern Kroko. Ja, das zieht einem schon noch ordentlich was ab, ne? Welle abgeschlossen. So, jetzt kommt es drauf an. Jetzt haben wir gesehen, was da los ist. Ich bin gespannt. So, Hockbuschen. Wie gesagt, der hat ja mega Leben gehabt. Aha, kommt der erst dann? Ah, der kommt erst am Ende der, am Ende der Welle. Darum. Ja, und das Futsal ist angekommen, also gut. Man kann sich ja dann hier aufladen auch noch, auf das habe ich gar nicht mehr gedacht. Das geht ja auch noch, also selbst hätte ich dann noch vielleicht eine vierte Ladung auch noch zur Verfügung. Aber jo, schauen wir, ob wir es überhaupt brauchen. Ja, zieht schon ein bisschen was ab, den Typen. Allerdings könnte ich mich da wirklich noch einmal kurz, dass ich da voll bin. Ist dann ein guter Start, weil das lädt sich eh noch einmal auf, da kann ich dann eh noch einmal. Zumindest die Leiste, die aktive, die kann man immer wieder maximieren. So. Hey, aufpassen. So. Ach Gott. Ihr hartnäckigen Kerlchen. Na, so schnell nicht. Vielleicht schon, aber so schnell nicht. Die Freude mache ich euch auch nicht. So, jetzt du. Ja, komm schon, jawohl. So, jetzt sollte Hawkboy kommen dann. Ist er schon da? Ich glaube, er ist schon da. Und wie gesagt, ihn habe ich nicht geschafft. Ja, ein bisschen was geht schon. Ja, da geht schon ein bisschen was. Allerdings Wahnsinn, ne? Wahnsinn, was mit der abzieht. Das ist wirklich... Mann, der mit seinen... War Blut, der nimmt... Ah. Wow. Ist er... Boah, er ist doch noch schwer. Ja, mit dem ganzen Giftschaden, was er mir da macht. Der Giftschaden. Das fällt mir nicht. Der Giftschaden fällt mir... Kann ich mich wieder heilen? Ja, ja, das ist gut. Der Giftschaden. So. Jetzt kommt er gleich wieder wahrscheinlich. So viel habe ich ihm noch nicht abgezogen, oder? Naja, oh ja. Na, ich glaube, er muss mehr Abstand halten. Aber ja. Ja, ich darf da nicht auf Nahkampf gehen. Ich glaube, das ist der Fehler hier. Ja. Aber seht ihr, trotzdem. Viel stärker bin ich mittlerweile. So, jetzt kommt er wieder. Ja, schaut euch das an, was ich da Schaden mache. Ja, ja. Nur nicht. Ja, ja, ist klar. Ist klar mit seinem Gift. Aber ich kann anders auch, mein Freund. Ich kann anders auch mit dir. So nämlich, genau. Also unvorstellbar, ja. Und jetzt bekomme ich auch den Gabenpunkt und die Rune dafür. Und in der letzten Herausforderung, da bekomme ich dann, glaube ich, sogar eine 5er-Rune für die letzte Welle. Aber ist okay. Und das, na, ich wiederhole nicht. Ich will alles einmal geschafft haben. Und ja, jetzt haben wir schon 4 von 5 erledigt. Und dann werden wir die letzte hoffentlich dann auch noch schaffen. Genau. Und jetzt haben wir 25 Minuten, ist ein guter Zeitpunkt. Und genau. Und jetzt werden wir uns dann, sage ich mal, ja, dann in die nächste Mission stürzen. Allerdings erst in der nächsten Aufnahme. Denn jetzt sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, dann schauen wir, wie lange es noch geht. Die ewige Quelle hört sich irgendwie so endgame-mäßig an. Ich weiß nicht, ich rede noch irgendwas. Könnte ja sein. Wenn nicht, dann... Wir haben es auch erfahren und ja. Meine Lieben,
herzlichen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und das nächste Mal geht's wieder munter weiter, wenn es wieder heißt Vikings Wolves auf Midgard, auf der Bläse 5. Macht's gut.